Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video möchte ich mir ein Reaction angucken. Los geht's. So, Leute, das erste Video, auf das wir reagieren, gehört dem lieben Montana Black, aka Marcel Eris. Es ist auf dem Kanal Richtiger Kevin hochgeladen worden und er hat da geshoppt für 3000 Euro Luxus-Shopping-Stream. Und ja, alles, was dementsprechend ja, ein bisschen so Mode etc. betrifft, interessiert mich sehr. Ich folge ihm auch auf Twitch, beziehungsweise ich bin auch Subscriber. Ich habe ihn im Stream auch am Sonntag gefragt, ob das für ihn fein ist, wenn ich darauf reagiere. Ist ein bisschen schwierig, ihn zu erreichen, aber ist auch verständlich in seiner Lage, dass da 1000 Leute was von ihm wollen. Ich habe ihn per Donation gefragt und dementsprechend hat er da sein Einverständnis ergeben. Denn selbst wenn ich ihm eine Direct Message auf Instagram schicke, die ignoriert er wahrscheinlich, weil er zu viele bekommt. Ich kann mir das vorstellen. Er ist da komplett im Hype und naja, ich will gar nicht zu lange rumlabern. Wir gucken uns auf jeden Fall an, was er sich da gekauft hat. Und falls irgendwas uninteressant sei, skippe ich auch ein bisschen weiter. Ich weiß, dass da noch irgendwie eine Reaction drin ist von ihm selber auf Trimax, der sich da eine Uhr gekauft hat. Das persönlich interessiert mich nicht so sehr. Natürlich gönne ich jedem das, was er sich kauft auf dem lieben Montana Black, er soll sich kaufen, was er möchte, ist alles eigener Geschmack, eigenes Empfinden und wenn Andy sagt, feiert, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Legen wir los. So, wollen wir noch mal ein bisschen luschern von Burberry. Also, ich hätte von denen gern noch ein paar Sachen, Digga, aber irgendwie, ich habe heute, also ich habe gestern mir schon zwei, drei Sachen wieder bestellt. Also Burberry, erstmal vorweg, finde ich ziemlich nice. Ich finde diesen klassischen Trenchcoat von denen auf jeden Fall sehr, sehr cool. Alles andere, was so ein bisschen Overbranding ist, etc. Also das Muster, Burberry, das klassische Burberry-Muster, finde ich auf jeden Fall mega nice. Ich bin mal gespannt, was er sich da kauft. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Haben die nice Shoes am Start? Wahrscheinlich nicht, Digga. Nix für mich. Wobei der Schuh an für sich, den finde ich ganz nice, bis auf diese Schnalle hier. So, dieser Grundschuh sieht ganz nice aus, aber die Schnalle ist halt nicht meins. Zu dem Schuh, ja, ich würde jetzt sagen, der ist so eher ein bisschen was für Mädels, so die Farben, dieses Weiß-Beige, aber es ist natürlich auch Geschmackssache, sehr empfindliche Farbe, ansonsten, ja, das klassische Muster ist da drauf, für mich wäre das persönlich nichts, aber, ja, kann er sich ja noch überlegen, ob er sich den kauft. Jetzt, kurz luschern, nee, also da muss ich auch wirklich sagen, da, nee, Digi, oder? Nee, oder? Oh, finde ich ganz schlimm, hinten auf der Ferse, dieses Burberry hinten drauf, also ist gar nicht mein Fall. Und dann sieht der, ja, der sieht auch noch so aus, als wäre der aus Lack, der Schuh. Und dann oben halt eben so ein bisschen Branding mit den Bs drauf und ein bisschen kariertes Muster. Also gar nicht mein Fall. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Dead Sneaker, aber ja. Ich glaube, der Schuh ist auch todes unbequem. Ich bin mir nicht sicher. Von oben, also von oben sehen die Baba aus, Digga. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Von oben sehen die Baba aus. Ich glaube, da sind wir uns nicht alle einig. Ich finde es nicht so Baba von oben. Wie gesagt, ist nicht mein Geschmack. Ich glaube, es gibt so einen ähnlichen Ralph Simmons Schuh, der ziemlich ähnlich aussieht. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich glaube, Adidas mit Ralph Simmons, die sehen ziemlich ähnlich aus. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr ihm gefällt, kauf ihn dir. Aber das hier ist viel zu hoch, Bruder. Ja, hier das gleiche, Digga. Guck mal, ob Versace was Neues am Start hat. Okay, hat die sich den nicht gekauft, auf jeden Fall richtig entscheidend, meiner Meinung nach. Neue Unterhosen beim Shopping in Buxtehude gekauft. Also dieses Wunder, beziehungsweise, ich weiß es nicht, wie der liebe Montana Black das macht, dass er sich immer wieder Unterhosen kauft. Also ich check's einfach gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele tausende Unterhosen der zu Hause haben muss. Und dann jedes Mal so krasse Designer-Unterhosen, was natürlich okay sind, wenn er sagt, die sitzen besser. Ich verfolge das Ganze, wie er das ja auch immer argumentiert. Finde ich vollkommen okay, aber jedes Mal, also ich kann mir nur vorstellen, der trägt die einmal und schmeißt die dann weg. Auf jeden Fall ein Phänomen. Das ist eine Sache für Akt X wahrscheinlich. So, wer sah? Okay. Da sehe ich mich aber sowas von drin, Digga. Inshallah, meine Größe ist da. Auf jeden Fall dicke Geschmackssache. Also Versace finde ich so mit das, was ich am wenigsten tragen würde. Ich finde es echt überhaupt nicht mein Geschmack zu ihm. Ich meine, er trägt viel Goldketten, hat auch diese auffälligen Tattoos im Gesicht, mit denen, ich sag mal, die Rolex-Krone, Postleitzahl. Hier oben weiß ich nicht genau, was steht, aber dementsprechend, er ist da auf jeden Fall ja, ein bisschen in der auffälligeren Schiene unterwegs.
Ich gönne ihm das, wenn er sagt, er fühlt das, dann kauft ihr diese Cappy. Da müsste mir jemand Geld bezahlen, selbst dann würde ich die nicht anziehen. 59 cm? Oh, welche Größe ist das? Sind New Era Größe? Okay, mit 290 Euro kann man schon mal machen für eine Cappy, ne? Oh, Fingerspitze ungefähr Platz. Oh, könnte eng werden, Digga. Ach. Aber die ist da hinten einstellbar. Da ist so ein Klett. 58 ist auch am Start. Klar, macht Sinn, Brudi. Egal, wir riskieren und gut. Ich probiere 59. Ich habe das passende T-Shirt dazu. Und deswegen bestelle ich mir die Cap. Ihr müsst es ja nicht fühlen, aber die Cap, ich finde die Cap. Stellt euch einfach mal nur da. Also, ob ihr das mögt oder nicht. Die Cap, das passende T-Shirt dazu. Goldkette, Gold Rolex. Das catcht, Digga. Dann noch die Unterhose, die habe ich auch. Genau. Das catcht, finde ich. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir halt nicht. So wie er sagt, dann kann er direkt in dem nächsten Hip-Hop-Musikvideo mit, ich sag mal, dabei sein. Nein, Spaß beiseite. Also wenn er sagt, er fühlt das, wie gesagt, ich finde seinen Schmuck gut, diese dicke Goldkette ist natürlich Geschmackssache, aber seine Uhr ist natürlich mega krass, mega nice. Diese Daytona mit diesem grünen Ziffernblatt, wie gesagt, finde ich mega krass, eine mega nice Uhr. Und auch diese ganzen Goldsachen, die er immer trägt. Ich bin jetzt kein Fan von Gold. Ich trage meistens mehr Silber. Ist natürlich auch Geschmackssache. Aber er ist ja ein bisschen mehr der auffällige Typ. Ne? Und dementsprechend, ja, ich denke schon, dass ihm das steht. Für mich wäre es auf jeden Fall nichts. Und gut, das finde ich zum Beispiel. Also da bin ich mit euch. Das wäre mir jetzt auch zu viel von den Farben her. Oder die Cap hier jetzt. Das wäre mir... Ja, auf jeden Fall. Richtig krass. Also sowas könnte man vielleicht mal irgendwie auf so einem Festival oder so anziehen. Also sogar da würde ich sowas nicht anziehen. Das ist natürlich nicht mein Fall. Generell Versace gar nicht. Aber ich finde immer diese Polo Ralph Lauren Sachen, die er sich kauft, finde ich sehr, sehr nice. Da hat er immer einen sehr coolen Geschmack. Da sage ich immer, boah, okay, das ist echt cool. Ich glaube, zuletzt hat er sich irgendwie so ein Polo-Hemd gekauft oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das fand ich extrem nice. Das wäre mir alles auch zu viel so. Aber so simpel Schwarz-Gold-Kombination geht doch immer, Digga. Ja klar geht Schwarz-Gold, aber wie gesagt, Schwarz-Gold ist halt auch Schwarz-Gold, ne? Also ist natürlich Geschmackssache. Für mich wäre es jetzt wirklich gar nichts. Ich bin kein Fan von Schwarz-Gold. Ich glaube, ich habe einfach gar nichts in Gold, außer mein Ehering, aber das ist Weiß-Gold. Aber, ja, Geschmackssache. Ja, die ganzen Sachen kenne ich hier schon, ist nichts Neues dabei. So, dann gucken wir mal bei... Ralph Lauren. Ah, da sehe ich mich schon wieder. Unterhosen. Trimax zeigt seine Uhr. Gucken wir mal kurz rein. Ich bin wieder Unterhosen. Ja, zeig mal her den Haar jetzt hier. Das gibt mal ein bisschen, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr mit Trimax und seiner Uhr. Das gibt mal ein bisschen vor. Großer Kerl, deswegen... Gut, genug gesehen. Dann gucken wir mal beim Ehrenbruder Gucci Mucci. So, da habe ich mir aber gestern schon ein... Gucci ist auch gar nicht mehr mein Fall. Ich hatte mal vor Jahren hatte ich diese Gucci-Sneaker, beziehungsweise habe ich sogar noch. Ich trage sie einfach gar nicht mehr, mit der Schlange an der Seite drauf. Und ich hatte auch dieses Standard-Gucci-T-Shirt und noch ein Pullover und sowas. Aber im Moment gar nicht mehr mein Fall. Ist mir alles ein bisschen zu bunt, alles so ein bisschen zu hippie-mäßig. Und Gucci ist auch immer so aktuell... Keine Ahnung, ich würde einfach so sagen, diese neureichen russischen, keine Ahnung, Milliardäre, Millionäre, die laufen damit noch extrem viel rum. Ansonsten, ja, keine Ahnung, Gucci für mich einfach überhaupt nicht mehr Zeit, also gar nicht in Mode, finde ich persönlich aktuell. Wie gesagt, ich nehme auch nichts irgendwie, ich kann mich auch täuschen, aber Gucci auf gar keinen Fall. Eine Sache bestellt, muss ich mal gestehen. Und zwar, ja, fühlt ihr oder fühlt ihr nicht? Ich fand das T-Shirt irgendwie, hatte Style. Okay, finde ich ganz nice. Wie gesagt, das T-Shirt hatte ich in ganz weiß, einfach mit dem gleichen Emblem etc. Das habe ich letztens noch auf Kleiderkreisel verkauft und ja, ist auf jeden Fall cool. Wird auch extrem angenehm zu tragen sein. Ich mag das eigentlich mit den Streifen. Für den Sommer extrem nice. Gut, Gucci muss man mögen, das Branding. Kriegst du eigentlich bei jedem, ich sag mal... günstigen Türken an der Ecke in der Stadt nachgemacht. Ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, wenn er das fühlt, kauf's dir, trag's gerne. Ich würde es aktuell nicht mehr so tragen. Das habe ich mir bestellt. Auf dem Foto sieht es nicht so nice aus mit dem Model so, aber ich fand das T-Shirt so von der Farbkombination hat es mir zugesagt, Digga. Hat mir zugesagt, wie gesagt. Finde ich auch gut, weil er sonst ansonsten, wie gesagt, nur immer relativ dunkle Farben trägt. Finde ich es extrem nice, dass er sich auch mal so Abwechslung, ein paar Highlight-Pieces gönnt. Von Gucci müsste es jetzt nicht sein, aber wenn er das fühlt,
Gönn dir. Müsst ihr nicht fühlen, das habe ich mir aber gestern bestellt schon. Ansonsten ist eigentlich nichts Neues von Gucci Mucci drin gewesen. Was können wir denn? Balenciaga könnte man noch mal schauen. Balenciaga? Schwarzer Pullover. Ja, Digga, also die Schuhe finde ich ja auch wirklich abgrundtief hässlich, die Balenciaga rausbringt. Ja, so ein babyblauer Balenciaga Pullover, why not? Ihr könnt gerne auch Klamotten, die ihr bei Farfecht, wie wird das überhaupt ausgesprochen? Ich will es jetzt mal probieren. Wie wird das ausgesprochen, Amana Zickzack, Junge? Farfetch. Sagt ehrlich, das ist ein komisches Wort zum Aussprechen. Sagt jetzt ehrlich. Nee. Farfetch. Nimm einfach SCH am Ende. Das S wird aber nicht geschrieben. Farfetch. Also würde ich es ausschreiben. Und ich glaube, so spricht es auch jeder andere, den ich kenne, aus. Aber Fartech finde ich auch geil, wie er mal sagt. Also wie gesagt, da hat er auch nochmal eine ganz eigene... Motte hat sowieso eine geile Eigensprache. Also dementsprechend feier. Auf jeden Fall. Ja gut, Farfetch. Mal gucken, ob er das irgendwie hinbekommt. Irgendwann mal. Ja, geh schon. Bei Fartech, Digga, Punkt. Also falls ihr Klamotten bei Fartech gut findet, könnt ihr gerne bei Twitter einfach mich drauf verlinken und dann gucke ich mal nebenbei. Vielleicht finde ich da das ein oder andere Stück, was mir gefällt. Die Balenciaga Latschen. Oh. Nee. Balenciaga Pullover, den finde ich ganz nice, Digga. Den finde ich ganz nice, ne? Das Model ist 1,88 und Trickgröße M. Dann, oh ja, Digga. Es sieht mir aber schon relativ groß aus für M, oder? Na, ich glaube, M wird es aber sein, oder? Ja, doch, M wird es sein. Was haben wir hier? Okay, 650 Euro Balenciaga Pullover in den Babyblau. Ist okay. Ist Geschmackssache. Von der Qualität sind Balenciaga Pullover auf jeden Fall mega heftig. Ich habe selber keinen. Ist mir persönlich zu teuer, die ganze Geschichte, aber ja gut, wenn er das fühlt, der kostet zum Beispiel 2, aber keine Ahnung. Ist nice, soll er sich gönnen. Muss man, kann man aber nicht. Und wenn man hat, dann hat man. Ja, nee, Digga, der sagt mir nicht zu. Obwohl der vom Fit und vom Material finde ich besser aussieht als der Babyblau, der sieht ein bisschen dicker aus. Die Kapuze steht ein bisschen besser. Die Ärmel sind ganz leicht, so ein bisschen länger geschnitten, bisschen Dropshoulder. Der sieht cool aus, aber ich mag die Logos einfach gar nicht extrem. Also, keine Ahnung. Sieht aus wie so Recycling Öko. Keine Ahnung. Nee, sieht aus wie ein scheiß AOK-Pullover. Model oder ist so. Sehr dünn. Ja, fühle ich. Aber M wird eigentlich passen. Ich guck mal ganz kurz. Moment, ich habe also einen schon in die Richtung. Moment. Ja, boah, der liegt ja auf dem Boden, Digga, direkt hinter mir. Ah, der war von Givenchy, fällt mir gerade auf. Lul. Liegt direkt hinter mir, Digga. Muss groß los. Givenchy? Welche Größe ist denn das hier Givenchy bei Givenchy? Givenchy steht keine Größe. Also würde ich es aussprechen. Liegt ja hinter mir auf dem Boden, Alter. Was ist das denn hier? Was ist denn das von Givenchy für eine Größe? M. Ja, gut, dann wird auch Balenciaga M passen. Gut. Auch geil. Okay, ich kaufe mir Socken von Adidas, ja, dann sind die von Nike genauso, dann passen die mir auch. Nein, aber Spaß beiseite, also der wird schon passen, aber du kannst eigentlich nicht die Vergleiche nehmen, indem du sagst, ja, von der einen Marke passt das, dann passt das von der anderen auch. Ich würde mal nach dem Model, nach dieser Passform-Geschichte gehen. Ich glaube, der, wenn ich mich relativ richtig informiert bin, ist der auf jeden Fall relativ groß, der Monte. Keine Ahnung, auf jeden Fall weit über 1,80 und, ja, ich würde jetzt auch M nehmen. Die sind ja alle oversized geschnitten. Es wird auf jeden Fall passen. Und wenn nicht, macht das einfach, wie er es immer macht. Dann verschenkt er die Sachen einfach an seine Kollegen. Das ist natürlich auch ehrenwert, ne? Richtig krass, dass er einfach so krasse Designer-Sachen an seine Kollegen einfach verteilt. Aber ich glaube, daran merkt man auch, was für ein herzensguter Mensch er ist. Also, ist natürlich irgendwo schon ein Typ mit Ecken und Kanten. Das merkt man immer wieder. Und ich weiß auch, dass das... entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich persönlich kann ihn sehr, sehr gut leiden. Aber wie gesagt, man merkt auch, dass er alle in seinem Umfeld und an seine Freunde wirklich immer, glaube ich, sehr, sehr gut behandelt. Auch wie den Kontakt zum Beispiel, den er zu seiner Ex-Freundin hält, etc. Das wirkt schon noch so harmonisch. Da könnte jeder denken, ey, die sind noch zusammen. Schon krass. Fein, jetzt wo Papa shoppen ist, kann ich dich auch ein bisschen kraulen, Digga. Das finde ich auch krass. Ich habe mal in einem Stream von ihm gesehen, dass er niemals Kinder haben möchte. Ich finde das, wie er so herzlich mit seinem Hund umgeht. Ich könnte mir den vorstellen und der wäre, glaube ich, ein legendärer Vater. Kein Spaß. Der würde seinem Sohn alles möglich in der Welt auf jeden Fall geben, was er könnte. So, hat er sich eine Platinuhr geholt. Sag mal her, den Hobel hier. Aber
Okay, kurzes Statement. Nice Uhr, babyblaues Ziffernblatt, gar nicht meins. Auf jeden Fall eine richtig krasse Uhr, Platin, heftig. Ich glaube, 62.000 Euro hat die gekostet, habe ich gesehen. Ja, Glückwunsch. Machen wir aber weiter mit dem Shopping-Stream. Das juckt mich eigentlich nicht so sehr. Ist Keramik drin. Ah, er hat sich die Dated. Was die sehr, sehr teuer macht. Oh, schöne Uhr, Digga. Und der hatte mal in einem Stream so eine, ich glaube, eine Platin-Daytona, auch mit so einem hellblauen Ziffernblatt. Die finde ich auf jeden Fall nicer. Also die ist auf jeden Fall heftig. Obwohl ich da auch immer auf der dezenteren Seite bin. Aber dadurch, dass er so ein richtig krass auffälliger Typ ist, ja, das würde ich mir an deiner Stelle aber nochmal überlegen, wenn du das Kleingeld hast. Auf jeden Fall auch nochmal Glückwunsch zum Hauskauf. Heftig, auf jeden Fall auch eins meiner Leben, ein dicker Lebenstraum von mir, mal richtiges Eigentum zu haben. Wir sind zwar hier auch ein Eigentum, aber ist nicht so ganz meins. Erzähle ich euch irgendwann mal, aber dementsprechend nochmal Glückwunsch. So ein Cheapo-Shirt finde ich eigentlich auch ganz nice, Digga, muss ich gestehen. Das Model ist 1. Genau, das hatte ich auf jeden Fall umgekehrt in weiß. 72 und Größe M. Das heißt, ich bräuchte hier L in Warenkorb. Ja, die Hose, Digga, ich... Ich kann euch sagen, von der Qualität, vom Fitting her, ist ein cooles T-Shirt. Das ist so ein ganz, ganz dünner Stoff. Leiert sich auch noch so ein bisschen aus, sitzt dann noch ein bisschen cooler. Finde ich echt ein cooles T-Shirt. Allerdings, ja, ihr zahlt auf jeden Fall den Namen. Also 350 Euro ist dieses T-Shirt vom Material her niemals wert. Niemals. Das ist halt nur der Name. Man zahlt halt nur Gucci, ne? Weiß auch nicht. Also was das... Ja gut, naja. Die Hose, Bruder, Mutter groß. Das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also diese ganze High-Fashion-Geschichte, modetechnisch, wie die das kombinieren... Auch diese Horsebits, Chelsea Boot Mix, der da quasi gerade getragen wird von dem Model und die Hose, sagen wir so, ist auch da, ist wieder Geschmackssache. Ich finde es halt null alltagstauglich. Ne? So, also bei Dings, bei den Zialen haben wir nichts gefunden. Gucken wir nochmal bei Givenchy. Oder was ist das? Nicht das, was ich denke. Pullover mit Löchern drin, ne? Da muss ich aber echt groß. Na gut, ist Mode, ne? Der eine mag es, der andere mag es nicht. Ich mag es nicht, Digga. Manchmal so Ripped-Sachen mit so ein paar Löchern drin kann ganz nice sein, aber ich glaube, so ein Hoodie, so ein gerippten Hoodie, wäre ich jetzt auch nicht der Fan von. Oh, du bist ja so ein Müdi. Willst du hier bei Papa auf dem Schreibtisch? Dann ist gut, dann komm her. Na komm hier hoch. Na komm. Ach, du fauler Sack. So und hopp. Mach Platz. Oh, so ein Feinchen, Digga. Oh, den, das finde ich, warte mal, lass mal kurz luschern. Hä, hey, was ist gerade? Alles gut, Kylo. Ich habe nur gesagt, lass mich mal luschern. Also das T-Shirt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das T-Shirt nice. Von den Farben, das Blaue mit Schwarze finde ich sehr gut. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, sind die silbernen Ärmel und der silberne Schriftzug hinten. Das finde ich nicht so nice. Deswegen kommt der nicht in den... Hätte ich genauso gemacht. T-Shirt catcht mich gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Mit diesem Silber und dann... Keine Ahnung, von wie das angeordnet ist, schwarz und blau. Also, hätte ich mir auch nicht gekauft. Ein Warenkorb. Gucken wir nochmal bei Moncler. Moncler. So, die machen schon geilen Scheiß, Digga. Die Jacke finde ich schon geil. Ist halt nichts für mich. Puh, ist auch Geschmackssache. Das sieht ja echt so eine, wie so eine Retro 80er-Jahre-Jacke aus. Mit diesem gesteppten. Auch gar nicht so mein Fall. Moncler, generell die Marke. Also, vielleicht Ausnahmen bestätigen die Regel, aber... müsste ich jetzt im ersten Moment nichts von haben. Ja, vom Farblichen her, aber finde ich schon nice. Und ich muss auch wirklich sagen, das Moncler-Logo, finde ich, hat also sieht geil aus, Digga. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das Moncler-Logo sieht echt gut aus. So ein simples T-Shirt wäre mal nicht schlecht. Oha, hier eine... Ja, die Jacke in schwarz, Digga, würde ich zu 100% fühlen, ne? Aber weiß trage ich. Aber warum? Ich verstehe es nicht so ganz. Also klar, du hast hier diese ich sag mal, diese Streifen am Kragen und an der Kapuze und hier das Logo drauf. Ich weiß nicht, du hast nicht mal Taschen hier, wo du was reintun kannst. Ich finde diese Zipper-Hoodie-Geschichten, also ist auch gar nicht meins, aber wie gesagt, erst recht nicht in weiß. Hm. Also ich sehe, für mich sieht es genau gleich aus.
Und ich fühle es weder in weiß noch in schwarz. Den Aspekt. Problem ist bloß leider, dass hier keine Größenangaben sind. Ach hier, auch erhältlich in schwarz. Lul, ja, Bruder, muss groß. Es sind keine Größenangaben. Das heißt, ich weiß nicht, welche Größe ich brauche. Normal L, ja. Normal L. Da unten steht doch Größe und Passform. Hier steht nur Größentabelle. Größe und Passform. Ach so. Ah, lol. Okay, das wusste ich nicht. Ah, fällt normal aus, wählen Sie Ihre gewöhnliche Größe. Okay, das wusste ich. Falls es da nicht stehen sollte, als kleiner Tipp, geht einfach auf, zum Beispiel, ich würde jetzt auch mal auf die Moncler-Seite gehen und da nochmal stehen. Denn meistens steht auf den Webseiten immer noch eine ausführlichere Passform. Und da würde ich zur Not nochmal gucken. Da ich weiß, dass er so ganz gemütlich ist und wenn er jetzt nicht stehen würde, würde er sich nicht kaufen. Okay, aber wenn ich jetzt was unbedingt haben möchte und ich weiß nicht, welche Größe, gucke ich auf jeden Fall zur Not nochmal auf einer anderen Seite, ob da zumindest nochmal was hinterlegt ist. Ich habe immer, normalerweise steht hier immer, das Model trägt, bla bla. Gut, dann nehmen wir L. Ja, Bruder, aber nicht in schwarz, muss groß. Nochmal hier. Gut, okay, lol, Bruder, peinlich. Okay, okay, okay. Oh, so eine, ich glaube, die Cap habe ich. Nicht in schwarz? Luschern? Ja, ja, dass ich jetzt doch ein Weiß bekomme? Die habe ich. Aber ich weiß nicht mehr wo. Moncler-T-Shirt. Okay. Normales Moncler-T-Shirt. Oh, T-Shirts kann man auch eigentlich nicht genug haben. Boah, ich würde gerne auch mal wissen, wie viele Kippis er hat. Man sieht ja im Hintergrund, aber das sind ja, glaube ich, alte Kippis, die er alle nicht mehr trägt. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Kippis er hat. Größe und Passform. Was ist das denn jetzt? Maße anzeigen? Ja, das bringt mir jetzt ja sehr viel, Digga. Ich nehme einfach mal L mit. Ja, aber gut, hat sich dann an der Stelle auch wieder erledigt. Gucken wir nochmal bei Marcello. Da, von da sind, ist auch übrigens die Cap, okay. Diese Cap und die gestreifte Cap. Also für die Leute, viele haben danach gefragt. Und der Marke ist auch... Man muss dazu sagen... Marcello war ich 2013, 2014 einer der ersten, der überhaupt dieses T-Shirt hatte. Hier mit diesem Papagei, mit diesem Vogel-Dings da und der Schlange. Und ich war auch damals bei einer Release-Party bei dem in Mailand. Und dann waren wir auch mal eine Geschichte nochmal in Berlin. Ist auf jeden Fall ein korrekter Typ. Auf jeden Fall macht geile Geschichten. Ich fühle die Marke nicht mehr ganz so sehr. Ich habe zwar noch ein paar Sachen da im Kleiderschrank, die ich ab und zu mal anziehe. Aber ja, auf jeden Fall, die Marke hat sich auf jeden Fall krass entwickelt. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr diese Hintergrundinformation wisst, Heron Preston, Palm Angels, Off-White, Marcello Bonon, hab ich irgendwas vergessen? Ja, und noch ein paar andere, sind alles eine Gruppe, also im Prinzip, ich glaube sogar, die lassen sogar teilweise in den gleichen Factories, an den gleichen Produktionsstätten herstellen. Ihr werdet qualitätstechnisch, fittechnisch immer wieder Parallelität, boah, okay, ich lasse das Wort auf jeden Fall weg, auf jeden Fall Ähnlichkeiten finden und dementsprechend, ja, coole Sachen und die haben sich extrem gemausert. Wenn du überlegst, dass sie einfach mit einem T-Shirt oder zwei T-Shirts angefangen haben und wo die jetzt sind, einfach krass, auf jeden Fall krass, krass. Diese Cap hier, wo viele immer nachgefragt haben. Easy Rider T-Shirt. Ist auch ganz geil, Digga. Easy Rider. Hm. Nix für mich jetzt, aber find ich finde es cool von der Optik auf jeden Fall. Das ist hier im Übrigen die Cap, die ihr, wo ihr immer gefragt habt. Das war diese Cap hier. 97 Euro. Kein Schnäppchen, aber geht. Also habe ich schon deutlich teurere Caps mir geholt. Ja, komm, die nehmen wir auch mit. Caps kann man auch nie genug haben, Digga. Ja, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich eventuell mir dazu auch den... Der liebe Monte immer auf Camouflage unterwegs. Hauptsache, damit man ihn nicht so gut sehen kann. Passenden Pullover bestellen soll. Die Cap und der Pullover könnten schon zusammen echt catchen, Digga. Aber ich weiß nicht. Der Pulli ist voll, ja, ich weiß nicht, Digga. Naja, auch mit dieser abgesetzten Kapuze und dann hinten. Nee, ist gar nicht, also gar nicht mal. Ich hätte schon Lust auf die Kombi. Ja. Das Model ist 1,88 groß, trägt Größe M. Größe und Passform fällt normal aus, wählen Sie Ihre gewöhnliche Größe. Locker geschnitten. Also das macht ja keinen Sinn. Wenn das Model 1,88 groß ist und Größe M trägt, dann und ich meine normale Größe nehme und L, dann ist das... Hä? Größe M. Safe. Dann werde ich mal... Ich muss leider erstmal mein Screen verdecken, weil es natürlich immer Idioten gibt, die Schmutz posten. Ganz kurz, ich scroll einmal ganz kurz die Liste durch, um zu gucken, ob da kein Much bei ist. Sieht aber gut aus. So, dann haben wir hier einmal... Oh. Ah, okay, jetzt guckt er auf jeden Fall bei diesen Vorschlägen, wo er dazu aufgerufen hat in seinem Stream, wegen den Tweets, dass die Leute ihm Sachen vorschlagen sollen, die auf Farfetch. Ah, ein Breaking Bad Pullover. Breaking Bad von Neighbor Goods. Oha. Also Neighbor Goods, die Marke ist mir schon ein Begriff, aber
keine Ahnung, ob ich so ein Serien-Merch anziehen würde oder so eine Serien-Kombo. Nee, auf gar keinen Fall. Digga, Baby, oha. Die haben wohl mehrere Sachen von Breaking Bad. Ich scroll mal so durch. Kennt ihr die Marke, Livestream? Neighborhood? Kennt ihr die Marke? Ich kenne die Marke, hab noch nie davon gehört, Digga. Ja, ihr kennt die? Ja. Ja, ich kenne die nicht, Digga. Also zumindest sagt sie mir jetzt gerade auf Anhieb nichts. Also der Pullover ist schon geil von der Optik, aber nichts, was ich mir kann ich nicht tragen, Digga. Ja, und die Frage ist, nee, nein, geht nicht, Digga. Das ist zu viel. Schade, schade. Auf dem Bild bei Twitter sah es gut aus, aber nee, was hat der denn da geteilt? Ah ja, für 16.000. Yo, was ist das denn? 16.000 Euro, Jacke von Tom Brown. Okay, was ist das, Pelz? Was soll das sein? Ah ja, für... Ja, okay, das muss irgendein Pelz sein. Okay, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass der liebe Monte sowas tragen würde. Egal, ob es jetzt 16 oder hier sogar 42.000 Euro kosten würde. Weil meiner Meinung nach ist er so tierlieb, dass er... Also ich glaube, er würde niemals mit Pelz rumlaufen. Kann ich mir nicht vorstellen. 42.000. Ehrenbruder Shifty, damit hast du dir Folgendes verdient. Stumm schalten. So, was haben wir hier? Okay. Mastermind Japan, 1600. Okay, Mastermind Japan ist eine krasse Marke, aber also richtig heftig überpreist. Also so 10 von 10 überpreist. Die haben auch so immer so ganz coole Sachen, so in diesem Rocker-Stil, finde ich eigentlich ganz cool, mit diesen Totenköpfen, je nachdem, gibt es echt ein paar coole Sachen. Aber auch da sprengt meiner Meinung nach so extrem die Budget-Bombe und kann man nicht machen, Mann. Man kann sich nicht so für 1600, und der ist so im Sale, aber der hat 2600 Euro gekostet, kann man sich nicht einen Hoodie kaufen. Was ist denn da drin? Sind da irgendwie goldene Fäden drin, aus Gold oder? Keine Ahnung, das ist ja mal heftig überpreist. 136 Euro. Oha. Kenne ich nicht die Marke, Digga. Catch mich aber auch nicht, muss ich sagen. Also ich finde, er sieht cool aus, auch von hinten so die Optik. Finde ich. Muss ich ihm vollkommen zustimmen. Also, okay, aber für den Preis, Digga, Kenzo auch gar nicht meins. Finde ich total, also ist Geschmackssache auch da, aber ist echt ausgelutscht, meiner Meinung nach. Kenzo. Für Männer, wie gesagt, das kann sich nochmal für Frauen. Frauen ist die ganze Sache, Mode nochmal was ganz anderes. Frauen können viele Sachen viel länger. Frauen zum Beispiel Gucci finde ich sehr nice. Männer, Gucci, boah, okay. Ey, ganz ehrlich, auf gar keinen Fall mehr. Haben wir hier noch Schuhe? Okay. Also ganz ehrlich, wer sich Supreme auf Farfetch kauft, entweder man kriegt was beim Release oder halt eben bei diesen ganzen Reseller-Geschichten, aber auf Farfetch auf gar keinen Fall. Ja. 460 Euro. President Supreme. Ja, nee, danke, Digi. Für die Bank hier noch ein Schuh. Versace Medusa. Nee, gut. Ja, den kaufe ich mir ja sofort, Kappa. Okay. Digga, willst du mich verarschen oder was? Da fehlt was von dem Pullover. Mit Belüftung. Was ist das denn? Der sieht schon nicht schlecht aus, ne? Aber den das muss auf jeden Fall ein Scherz sein. Der ist ganz nice. Ist halt schwer zu kombinieren. Okay, auch Hardcore Overbranding, ne? Also größer das Logo vorne drauf geht ja, glaube ich, fast gar nicht. Einfach die ganze Fläche ausgenutzt. Mit Rot, weißt du, wie ich meine? Also Rot habe ich eigentlich... Ja, mit Kapuze würde ich ihn auch mehr fühlen, ja. Also ich finde ihn geil, aber ich habe nie eigentlich rote Outfits an. Deswegen, das musst du halt mit Rot irgendwie kombinieren, ne? Nee, das finde ich jetzt nicht. Einfach, der hat doch fast immer nur Jogginghose an, der Monte. Also dementsprechend einfach eine schwarze Jogginghose, dazu einen schwarzen Pullover, paar coole Sneaker. Ja, und dann geht das schon klar. Aber so... Ja, Bruder, die Zeiten sind bei mir vorbei. Den könnte ich vielleicht Big Mac schenken. Der wird sich darüber freuen. Nur 2400 Euro. Naja, Nike Swarovski-Steinschuhe. Ach du Scheiße. Igitt für schnappermäßig 3.000 Euro. Uiuiui. Okay. Ja, der ist natürlich, der ist geil, Digga. Der sieht echt nice aus, so vom Style her.
So dieses 80er-Style-Ding, so Retro-Design. 445 Euro muss los für das Ding mit Schriftzug Paris. Ja, das, also... Balmain hatte auch, meiner Meinung nach, die Zeiten vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob so... Natürlich kann so eine Marke, egal ob es jetzt Gucci, Balmain etc., immer wieder durch eine coole Kollektion irgendwie es wieder im Trend schaffen, die Leute feiern das mehr etc. Mein Geschmack wäre es nicht. Auch das T-Shirt finde ich ein bisschen zu bunt. Ich fände es krass, wenn du irgendwo in Kalifornien lebst, Mann. Und dann, oder irgendwo, keine Ahnung, Marbella, in Spanien am Strand mit Palmen. Nice, Sommer, nice, aber Alltag, viel zu bunt. Sieht ja aus wie ein Clown. Das Model ist 1,86 groß und trägt Größe M. Das Ding geht ihn fast bis zum Knie. Sieht aus wie ein Pyjama. Und da gucke ich bei Größen, Passform, fällt normal aus. Wählen Sie Ihre gewöhnliche Größe. Wenn ich mir das Scheißding in L bestelle, habe ich ein Kleid. Aber darunter stand auch Oversize-Passform. Also man muss schon bedenken, klar, du siehst den Schnitt, ist natürlich viel zu lang geschnitten. Ne? In die Unterwäsche? Ui. Ah ja, da sehe ich mich drin, Digga. Socken kann man auch mitnehmen. Da sehe ich, oha, Camouflage, Bruder, Kuss. Da sehe ich mich doch drin. In Unterhosen sehe ich mich immer drin. Größe L. Gut, oh, zack. Auf Tarnmode nee, ist im Bett unterwegs, der Bruder. M wird, glaub, zu klein sein, Alter. Nee. Kein Bock auf Samenstau. L. Gut. Nee. Ich brauche L. L brauche ich. Och, Mann. Na komm, hier probieren wir auf Risiko XL. Wenn die nicht passt, dann kriegt die halt... Gixen. So, Jordan. Okay, finde ich nice. Aber auch da ist wieder ein Reseller-Schuh. Finde ich sehr, sehr nice. Ich glaube, der würde ihm extrem gut stehen. Ich weiß nicht, ob er so ein Fan von High-Top-Sneakern ist, aber der würde extrem gut zu Monte passen. Meine Meinung. Ja, nee, Digi, danke. Also die Schuhe, die haben schon was, aber davon gibt es bessere Modelle, finde ich. Aber sieht nicht schlecht aus. Versace, ja. Nee, ich finde, der würde ihm extrem gut stehen, der Schuh. 10.000 Mal besser als irgendwelche Versace-Sachen. Also der Schuh zu Monte würde 1A passen. Nee, gibt es bestimmt noch nicht. Doch, gibt es in meiner Größe. Aber ich mag das, also an dem Pullover, ich habe zwar welche in der Art und Weise, aber hier, finde ich, fühle ich den bunten Stick nicht. Bruder, 80 Euro für Unterhose, gibt auch welche 15 oder warum genau 80? Ja, einfach so. Dafür habe ich keine gesunde Erklärung. Ich fühle deinen Aspekt vollkommen. Einfach so. Ich schaue nochmal. Vielleicht ist das auch irgendwie, sammelt er Unterhosen, man weiß es nicht so genau. Egal, wenn er sich kaufen möchte, kauft er Unterhosen. Ganz kurz bei Twitter. Und da haben wir jetzt leider wieder Leute, die halt einfach mal auf Krampf lustig sein wollen und Pornobilder verlinken. Mir soll's. Ah, das ist krass. Bei Twitch ist es ja so, sobald irgendwie nackte Haut zu sehen ist, in einem gewissen Rahmen, ob es jetzt irgendwie Nippel etc. sind, gibt es ja direkt einen Bann. Und da wäre natürlich wahrscheinlich erstmal ein paar Tage oder ein paar Wochen sein Kanal los. Und da das seine Arbeit ist, würde ich mal so sagen, wäre das eine miese Nummer. Finde ich auf jeden Fall asozial. Also da merkt man schon, dass da viel Routine hintersteckt und er auf jeden Fall safe spielt. Egal sein so, aber zum Glück bin ich halt weise und weiß schon, dass es leider auch ein paar Söhne gibt. Ist ja auch kein Problem, Digga. Das muss man sich vorstellen. Die sitzen jetzt gerade in meinem Stream und posten das, weil sie sich erhoffen, dass ich gebannt werde. Menschlich gesehen ziemlich widerlich. Aber gut, fühlt sich schon gut an, den Leuten einen Schritt voraus zu. Ja, man muss einfach sich im Klaren sein, dass es eine Neidgesellschaft ist. Ne? Also, wie gesagt, zum Glück ist dieses ganze Thema ja schon ein bisschen aufgelockert von in unserer Generation, würde ich fast sagen. Zum Beispiel, er kauft sich eine Rolex, er fährt einen Lambo, er fährt eine dicke S-Klasse etc. Leute gönnen ihm das, aber wird es auch immer wieder Leute geben, die ihm da dementsprechend Steine versuchen, den Weg zu legen und dementsprechend merkt man, dass er da Routine hat und sowas auch ein bisschen vorweg einsehen kann. Finde ich sehr krass, dass er da schon so viel Know-how hinter hat. Sein, muss ich wirklich sagen. Und es bringt halt auch nichts. Bann euch und dann ist gut. So, dann haben wir als erstes hier die Schuhe. Valentino, ja, die, von denen hatte ich mir schon welche bestellt. Nee, Digi, das ist leider gar nicht meins. Also fühle ich gar nicht, wie er das sagen würde. Fühle ich nein, auf gar keinen Fall. Ich finde die Sohle Katastrophe. Obendrauf ist einfach so eine klassische Sneaker-Silhouette und das Muster, diese, keine Ahnung, Camouflage natürlich, aber gibt es auf jeden Fall coolere Farbkombos.
Ist ein bisschen zu bunt und hinten die Sohle ist, ne, also für mich gar nicht mein Fall. Oh, haben die was, aber die würde ich mir niemals bestellen, ja. Digga. Rast doch mal ab. Was ist denn das für eine Marke? Das ist alles ja, so okay, teuer. Ist natürlich also auch heftig teuer, overbranded. Sieht ganz also, cool aus, aber kann ich mein Fall. Nichts, was ich jetzt unbedingt haben muss. Auch nicht. Ja. Okay. Da sehe ich ihn, also Jordan 1, Travis Scott, würde ich ihn auf jeden Fall safe drin sehen. Aber da soll er einfach mal seinen Kollegen da, diesem Wadi-Team, abchecken. Da würde er solche Schuhe auf jeden Fall, denke ich mal, sogar fast für lau bekommen. Mega nicer Schuh, habe ich leider nicht. Ich habe nur zwei Jordan 1, den Bread und den Royal. Aber auch die trage ich viel zu selten. Finde ich sehr, sehr cool, den Schuh. Aber ja, ich glaube, ich würde sogar den Low aktuell gerne haben. Vielleicht irgendwann mal. Aber den würde ich ihm auf jeden Fall, finde ich mega nice. Ich würde würd das gerne mal sehen, wenn den irgendjemand einkleidet. Es muss jetzt nicht ich sein. Wäre natürlich geil, einen Monte einfach zu sagen, hey, keine Ahnung, ich kann dich mal einfach einkleiden, mal gucken, wie du das fühlst, aber ja, würde er niemals machen. Ich glaube aber, stiltechnisch könnte man den Monte auf jeden Fall noch auf ein ganz anderes Niveau bringen, ein ganz anderes Level. Ich meins, Brody. Und Claire auch nicht meins. Supreme Kapuzenpullover mit arabischen. Auch da wieder, man sieht 660 € ist irgend so ein Reseller, der das auf Farfetch online stellt. Oder irgend so ein Shop, der das online stellt. Boah, keine Ahnung, finde ich ganz cool mit den arabischen. Dem arabischen Schriftzeichen, aber keine Ahnung, würde ich mir auch nicht kaufen. Logo, ja. Nee, das ist irgendwie relativ unspektakulär. Ist das arabische Logo, steht hier jetzt Supreme oder müsste ja dann, ne? Also der Schriftzug heißt Supreme oder wie ist das? Okay, der sieht gar nicht schlecht aus. Schwer halt auch zu kombinieren von den Farben her. Burberry karierte Badehose, ja. Die kaufte sich safe. Ja, Burberry werde ich auf jeden Fall. Burberry. noch im Auge, weil da können wir auch gleich nochmal stöbern, Digga. Burberry finde ich wirklich. Ja, ich mag das karierte Muster, Digga. Finde ich sehr schön. Aber ich habe genug Badehosen. Also in dem Fall Badehosen brauchst du halt wirklich nur eine. Die Unterwäsche habe ich. Okay, dann kaufte sich die doch nicht. Von denen auch schon. Wobei ich muss wirklich sagen, die bequemste Unterwäsche, die ich trage aktuell und auch bis jetzt getragen habe, ist von Ralph Lauren. Also von Ralph Lauren, die Boxershorts sind halt einfach ein Segen, Digga. Ehrlich. Ihr kennt das vielleicht. Zum Beispiel von... Kann ich nicht mitrechnen. Ich habe nur welche von anderen Marken. Keine Ahnung. Ich trage meistens nur Calvin Klein Unterhosen. Keine Ahnung. Klassisch, Männer, Calvin Klein, hey, Dreierpack, ab geht's. Sowas. Wenn er sagt, er fühlt die von Ralph Lauren am meisten... Lacoste, die Boxershorts. Wenn ich mir frisch meinen Schwanz rasiert habe und dann eine Lacoste-Boxershorts anziehe, piekst und kratzt irgendwie alles. Du bleibst mit deinen Stoppeln in dem Stoff hängen. Und das ist unangenehm. Aber von Ralph Lauren, die sitzen so bequem und so, also wirklich, ich kann aktuell nur noch Ralph Lauren tragen. Na, ob er da eine Zusammenarbeit hat? Nein, Spaß beiseite, wird er nicht. Genau, nach der Marke haben wir noch nie geguckt. Moschino. Moschino. Moschino, Junge. Ey, nee. Ich fühle dich auch gar nicht die Marke. Boah, die Socken sind ja so süß. Ui, die Pullover finde ich immer gar nicht schlecht, Digga. Die haben nice Stuff am Start. Oha, Boxershorts und Socken. Das wäre ein Pullover, der wäre was für mich, Digga. Ey, sag mal bitte, wie oft kauft ihr euch Boxershorts? Wie oft? Ich meine, dass man die mal wieder aussortiert, ein bisschen abgetragen, etc. Keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge, die nicht mal rausgehen, was weiß ich. Fühle ich hundertprozentig, schmeiß weg, kauf neu, easy. Aber der kauft sich jedes Mal, egal. Aber geiler Pullover. Der ist schon cool, der Pullover, ja, finde ich auch. Ehrlicherweise, ich kenne die Marke eigentlich nur von Parfums, ne? Parfums? Die Socken, ja. Nee, Digi. Ich finde sie spaßig, aber brauche ich jetzt nicht. Der Pullover, den finde ich schon ziemlich cool. Bitte hab nichts auf dem Rücken. Ja. Oh doch, Digga. Wie findet ihr den? Jetzt mal ehrlich, der hat was, Digga. Hat man so noch nicht gesehen. Was ist das mit diesen Krallen? Das ist schon cool, ne? Ja. Fallen italienische Größen normalen aus? Wie ist das nochmal, Digga? 48M, 50ML, 52M. Kleiner. Fällt kleiner aus.
würde ich fast sagen. Also ihm würde ich empfehlen 50. Moll ist 1,86 groß und trägt Größe 48. Naja, dann brauche ich aber auch 48, ne? 48 oder 50. Nehmen wir 50 und gut. Ein paar Ja, aber die Molle sind immer relativ schmal. Also von der Schulter und vom Umfang. Wenn du jetzt nur ein bisschen größeren, ich sag mal, von der Brust, Rücken etc. ein bisschen breiter bist, dann passt dir das schon nicht. Dann staut sich das schon oben, dann wirkt der höher, dann ist das alles scheiße. Also ich würde ihm Safe 50 empfehlen. Boxershorts, Digga, ist die Kerem, Alter. Zwei Paar. Ah, okay. Nee, scheiß drauf, Digga. Und ich wollte nochmal nach Kleidung und Hosen, Jogginghosen. Bei Jogginghosen, ich sag euch, bei Jogginghosen gibt es eigentlich nur eine Jogginghosenmarke, die mir wirklich jedes Mal wieder aufs... Okay, das sieht nicht schlecht aus. Natürlich krass mit dem Branding hier, ansonsten so Khaki. Neue, einfach ein Segen ist, und das sind Jordan-Jogginghosen, Digga. Jordan-Jogginghosen haben diese die von Jordan sind einfach am besten. Aber leider auch nur noch die älteren Modelle. Die neueren Modelle sitzen auch wie Arschritze. Wahrscheinlich, weil die neueren Modelle alle relativ eng geschnitten sind und der Monte wahrscheinlich ein bisschen lockeren Fit mag. Wahrscheinlich deswegen. Ja, also Jogginghosen, Nike, Jordan sind am besten. Für diese alten Jogger gar nicht. Die weiten, ich trage lieber diese etwas engeren. Ja, nee, ich habe auch engere, aber irgendwie kann ich mich nicht dran gewöhnen, Digga. Siehst du? Genau das meine ich. Weiß nicht, ich brauche ein bisschen dieses Weite. So. Oha, 3000 Euro haben wir jetzt im Warenkorb. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt genug auf PayPal habe. Ich glaube aber, ich habe genug auf PayPal. Ich muss mal kurz schauen. Oha, Digga, okay, krass. Ich genug drauf. 2700 nur, Kappa. Ah, du hast den Code in... Ja, okay, danke. Code. Ich guck mal, ob dieser Code okay, den Zuschauer geschickt hat. Ich glaube, 15% Rabatt. Montana Black Pleite. Ehre, Digga. Null, der funktioniert. Grüße an den Unbekannten. 413 Euro gespart. Gesamtbetrag. Okay, das ist heftig. 400 Euro gespart? Richtig nice, richtig korrekt von seinem Zuschauer. Mega, 400 Euro, wer würde das nicht gerne sparen? Das sind über 10%. Betrag 2693 Euro. Perfekt, Digga. Jetzt kaufen. Buff, alles bestellt. Wir haben uns insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Artikel bestellt. Spontaner Shopping-Stream. Schmeckt doch, Digga. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ja, Glückwunsch an Monte, beziehungsweise ich hoffe, du nimmst die Kritik nicht allzu ernst. Ich denke sowieso nicht, dass du das Video sehen wirst, aber mal davon abgesehen, ich gönne ihm das. Man kann natürlich tragen, was er möchte, wie jeder andere auch. Meinungen, Geschmäcker sind alle verschieden und jeder... Wäre auch schlimm, wenn wir alle gleich wären, ne? Dementsprechend, ja, Glückwunsch und ich freue mich schon aufs nächste Video. Schönen Abend noch und vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.